Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, wir haben heute den 23.01. 20.51 Uhr. Ja, und ich habe wieder Bock, Far Cry 5 zu zocken. Ich habe gerade die neueste Folge für euch hochgeladen. In QHD, weil ich jetzt einen 4K-Fernseher habe. Ich krieg am Februar, vielleicht sogar Anfang Februar schon, meinen neuen 4K-Cloud-Rechner von ShadowTech. Habe ich ja schon oft genug erwähnt. Ja, genau. Und dadurch können wir jetzt die Auflösung erhöhen auf 1440p und das ist QHD. Ja, und das hat den Vorteil, auch als kleiner YouTuber kriegen wir den besten Upload-Codec, der heißt VP09. Ja, ihr könnt das ja mal vergleichen jetzt so von der Optik. Ihr werdet wahrscheinlich 1080p mit 60 Bildern jetzt sehen. Ja, und da vergleicht man nachher die Grafik mit den älteren Videos. Die neueste Folge war die 43. Folge. Jetzt kommt die 44. Folge. Dann müsstet ihr mal so, ja, egal welche, 20. Folge oder so euch mal anschauen. Wenn ich durchs Gras laufe. Ladezeiten sind schön schnell auf dem Cloud-Rechner. Ja, und wenn wir jetzt, also wenn man stehen bleibt, ist das Gras immer schön. Aber wenn wir jetzt hier schnell durchlaufen, ist nichts mehr verpixelt. Ich habe es mir noch nicht kontrolliert, aber es müsste genau die gleiche Qualität bei euch jetzt sein, so wie ich das jetzt hier sehe. Genau. Und das war bei den alten Videos nicht der Fall. Den VP09 Codec im 1080p Bereich bekommen nur größere YouTuber. Und wenn ihr den auch haben wollt und euch immer gewundert habt, ihr rendert die Videos in bester Qualität, aber wenn ihr sie hochgeladen habt, kriselt das denn hier doch zum Beispiel? Das liegt eben daran, dass ihr kleinere YouTuber seid. Und wenn ihr den guten VP09 Codec haben wollt, ja, dann braucht ihr am Ende wirst du uns danken. Wenn ja, hat er mich aus dem Konzept gebracht, der Affe. Wenn ihr den auch haben wollt, braucht ihr zwingend entweder einen 4K-Fernseher. Oder wenn ihr auf dem PC auch unterwegs seid, ein Monitor, der mindestens 1440p darstellen kann. Und ich, ja, dann habt ihr den guten Codec und seid nicht benachteiligt, nur weil ihr ein kleinerer YouTuber seid als die Großen. Hm? Ja, und ich freue mich jetzt auch tierisch. Ich habe jetzt so ungefähr 3 Wochen meinen 4K-Fernseher von Philips. Den 8303. Und den habe ich mir eben zugelegt, weil ich jetzt, wir zocken hier schon monatelang auf dem Cloud-Rechner. Aber ich kriege jetzt einen richtig starken Cloud-Rechner. Habe den im Oktober schon vorbestellt. Könnt ihr ja mal googeln. ShadowTech. Und da gibt das 3 Preismodelle. Dieser Rechner, deswegen habe ich unten noch immer die FPS für euch eingeblendet. Kriegt ihr, wenn ihr ihn jetzt vorbestellt, im April zwar erst. Aber ihr müsst dann nicht mehr 30, so wie ich jetzt, bezahlen, sondern nur noch 12,99 €. Und da könnt ihr fast alles in Ultra zocken. In 1080p natürlich. Ja, und ich habe mir jetzt für 40 € den stärksten gekauft. Also nicht gekauft, aber monatliches Abo eben, 40 €. Und der hat dann einen Wert von, also das ist eine Titan-Grafikkarte, so stark wie eine Titan, RTX Titan. Die kostet allein schon 1000 €. Da würde so ein Rechner über 2000 € kosten. Und deswegen habe ich mir jetzt den Fernseher gekauft. Den kann ich uneingeschränkt jetzt auch empfehlen. Das ist, wie gesagt, der Philips 8303. Genau. Hey, das brauchen wir erstmal. Ja, das Problem, ich sag's euch gleich mal. Wir nehmen einmal 7, ja, mit dem Brand ist jetzt nicht so optimal. Ich glaube, er hatte eine Panzerfaust. Feuer frei.
Ja, nimm ihn ruhig. Wir kommen nachher ein bisschen in die Basis rein. Diesmal nehmen wir mal die Peaches. So. Ich bin unterwegs. Wir sind zwei wie Tango und Cash. Ärsche treten und Muschis flachlegen. Ich kann natürlich nur, wenn das dein Ding ist. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass... weißt du was? Ich halte jetzt die Klappe und gehe los. Ja, sie haben richtig geile Sprüche am Start. So, einen Moment, ich muss mal meinen Kaffee genießen. Ja, wir hatten in der letzten Folge, waren wir ja schon so weit, da waren wir schon im Bunker drin. Bloß wenn hier Checkpoint steht, müsst ihr das so lange zocken, bis da nicht mehr Checkpoint steht. So ist das in dem Spiel. Und deswegen müssen wir da jetzt nochmal die Basis, die Gegner platt machen. Und dann gehen wir in den Bunker rein und dann werden wir das in dieser Folge komplett fertig machen. Die Fähigkeit zu vergeben. Mir gefällt das natürlich sehr, weil ich bin ja auch gottesgläubig. Aber nicht kirchentechnisch oder so, sondern ja, einfach so. Ne? So viele Zufälle, die keine Zufälle sein können. Aber das, ich bin schon sehr, sehr lange so unterwegs. Ich bin jetzt, werde dieses Jahr 40. Ich war schon so mit 16, 17 hatte ich das schon. Ja, und bin auch hochspirituell. Ja, und das hat ja jetzt hier auch die Fähigkeit zu vergeben. Ja, das ist sehr wichtig. Man sollte, wenn Menschen mal Mist gemacht haben, auch mal den Leuten wieder vergeben. Ist für einen selber auch besser. So, jetzt müssen wir auf die Gepanzerten aufpassen. Hier müssten noch sehr viele Gegner sein. Ich bin mal einfach sehr ehrlich. Ich habe vorhin einen ordentlichen Schluck Feuerzeugbenzin genommen. Feuerzeugbenzin, Alter. Solltest du eher schnüffeln. Aufgepasst, bin unterwegs! Alle Mann aufstehen! Ich kann nicht sehen! Was hast du jetzt? Boah. Ha, geil, Peaches, geht gleich ran. Ja, der ist schneller als der Bär. Der ist endlich schneller. Oh, da ist er gepanzerte. Oh, da geht er gleich rauf, Alter. Mach sie platt? Oh ja. Sogar schon gepanzerten. Ja, die kann man nicht so gut zielen, die Waffe. Sind aber nicht viele Gegner hier. Alter, ich glaube, die ist noch besser als der Bär. Aber gleich haben wir die Begleiter nicht mehr, aber werde ich es sehen. So, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Die Waffe ist zwar ziemlich stark. Wir werden auch mal uns Waffen herstellen und so. Ich will die mal tauschen. Ja, eigentlich. Schätze, man kann ruhig grob sein, wenn man keinen Respekt vor den Toten hat. Nee, so, ne? Gedrückt halten. Einen Moment. So geht das. Wunderbar. Ja, wir wollen aber bessere Waffen haben. Machen wir alles noch. So, jetzt sind gleich unsere Begleiter weg. Die können uns leider nicht mehr helfen. Da muss man auch... Es wird jetzt auch schwer. Obwohl wir auf einem leichten Schwierigkeitsgrad unterwegs sind. So, und jetzt sind sie weg. Wir sind wieder ganz allein. Hier wird auch nicht mehr zwischengespeichert. Wir müssten sonst wieder ganz von vorne anfangen. Also man muss schon ein bisschen aufpassen jetzt. Besser ist natürlich, wenn man im Koop zockt, aber ich habe das ganze Spiel im Singleplayer. Hier ist es sicher.
Scheiße! Granate! Das Panzer da ist weg. Aber die treffen auch hier durch. Oh, das war's schon mal. Wir haben fast gar keine Munition mehr, ne? So ein bisschen plündern. Aber plündern ist nicht Munition besorgen. Doch auch. So. Mehr nicht, oder was? Na ja, gut, wir haben... Und als solcher gewähre ich euch Zuflucht vor dem aufziehenden Sturm. Ihr seht, wie viel FPS wir hier haben. Wir sind jetzt in QHD schon unterwegs. Also der Rechner hat auch für 1299. Seid ihr da gut beraten, wenn ihr den... Ihr seht die FPS, die sind, das ist ziemlich stark. Eine 1080er Grafikkarte haben wir so um und bei. Oh, 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 oh. Oh, das war knapp. Das war... Oh, 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 oh. Pump Action. Wir müssen aufpassen. Okay, das hätten wir uns jetzt schenken können mit dem Nachladen, aber... War doch. Können die aber, glaube ich, leider nicht freilassen. Aber müssen wir nachher wahrscheinlich noch. Wenn ihr die Polizistin seht, dann tötet sie auf der Stelle. Oh! Schön, dass sie uns direkt in, vor die Flinte gelaufen sind. Das wird sehr geil. Und langsam hier in die Höhle des Löwen. Hier haben sie sie aufgehangen. Vom Zwischensequenz.
Hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Irgendwas ist hier passiert. All die verfickten Peggys sind hier rumgerannt. Alle Türen fingen an, sich zu schließen, uns alle einzusperren. Ich dachte, ich würde hier nie wieder rauskommen. Und das alles wegen ihm. Ihm. Dieses verdammte, verfickte Stück Scheiße. Er kam hier runter. Und dann stand er einfach nur da und sah zu. Wir winselten um Gnade. Und dieser Ficker guckt nur. Ficker, Alter. Alter Ficker, ey. Die anderen. Okay, da waren noch andere mit mir hier. Wir holen sie heraus. Und dann fackeln wir das ganze verdammte Ding hier ab. Hilf mir. Oder geh mir aus dem Weg. So. Soweit waren wir gestern auch schon in einer anderen Folge. Komm schon, wir müssen zum Kontrollraum. Hi. Nur so können wir die Räume aufschlagen. Pass auf, es ist zwischengespeichert. Ihr seht ihr da oben. Letzten Checkpoint. Wenn ihr jetzt das Spiel beendet, fangt man nicht jetzt hier nahtlos an, sondern man müsste alles wieder von vorne machen. Das ist bei dem Spiel so. Aber wir zocken es jetzt weiter. Es wird's geil. So, gibt's noch was zu looten? Nö. So, schauen wir uns das mal an hier. Sieht so aus wie Jesus, ne? Ja, falsch rum aber nicht, ne? Sind nach Sektionen sortiert. Verdammt! Man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss es Sektion für Sektion machen. Wo geht ihr woanders hin? Ich glaube, sie will die Tür aufmachen, ne? Ja, dann sehen wir zu. Wurden entriegelt. Aha. Ich lasse die Ausgestoßenen aus! Wir wollen unsere Brüder und Schwestern mitnehmen! Da wird der Schuss ziehen! Ja, das sollst du auch. Na gut. Shotgun. Erstmal nachladen. Komm zu Papi. Aber klopfst du da hinten so doof? Ja, haut ab, Alter. Scheiße aus hier, ne? Lass mich auf. Hilfe! Hilfe! Da hinten ist ein Scharfschütze. Immer. Lauf heim zur Mama, Mädchen! Da bist du! Ich hab doch so viel vor. Wollt ihr mich verarschen? Scheiße! Eine der Sektionen ist mit einem anderen Kontrollraum verbunden. Ich kann sie von hier aus nicht entriegeln. Rookie, finde diesen anderen Kontrollraum. Geil. Vielen Dank.
Na, gern geschehen. Keine Rakete geladen. Startsequenz wird abgebrochen. Ach du Schande. Oh, das kenne ich schon sowas. Ich habe dir eine Plattform vom Raketenabschuss-Silo herabgelassen. Darüber solltest du in den Kontrollraum kommen. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt! Scheiße, Peggys! Lass sie nicht unsere Leute befreien! Ja, ich hätte jetzt gerne... Wir müssen mal auf Pause machen. Es muss da so ein kreisrundes Radar geben. Also ich habe das Spiel wirklich 35 Stunden schon gesuchtet. Das muss hier irgendwo... Hut-Interaktion halten. Da hat es das ja eigentlich, ne? Das ist es nicht. Einen Moment, meine lieben Freunde, das haben wir gleich. Interface, ne? Alles an. Gesundheitsanzeige, Fadenkreuz. Kompass. Genau, den Kompass. Aber der... Wo ist er denn, der Kompass? Ein Moment. Wie kann man den noch aktivieren, wie bei Wildlands? Muss ich mal überlegen. Geht natürlich nicht. Abbrechen! Na gut. Schmeiß weg die Kartoffel. Steuerkreuz vielleicht. Oh, das war keine, das war eine... Nö, ich weiß es nicht. Muss ich mal rausfinden. Ich bin hier, du Arschloch. Zerstör die Konsolen, das ist der einzige Weg, die letzten Gefangenen zu befreien. Oh, das ist ein Dicker. Oh! Nee, die ist nicht gut, die Shotgun. Das dauert viel zu lange, bis die nächste Kugel im Lauf ist. Aber wir haben ja einen Checkpoint. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt so lange, dass wir alles wieder von vorne machen müssen. Das kennt man ja auch von Ubisoft. Nee, ist gut. Ist zwischengespeichert. Moment, meine lieben Freunde, ich muss aber mal eine Pfeife durchziehen hier. Naja, da kriegen wir schon. Der Robin Hood, der ist heute gut drauf. Was nehmen wir denn für eine Waffe? Na, die ist eigentlich sehr stark. Und die muss auch nicht nachgeladen werden. Oh! Das war ein gepanzerter. Kommen die auch hierher oder was? Komm raus. Zerstör die Konsolen, das ist der einzige Weg, die letzten Gefangenen zu befreien. Wie war das auch schon der Ich muss mich konzentrieren. Wegen den Gepanzerten, aber hier scheint keiner mehr zu sein. Wenn wir den anderen Bastard auch gleich noch kalt machen. Von hinten, ne? Nehmt ihn von hinten, so wie früher bei Medal of Honor Frontline. Nehmt ihn von hinten, Alter. Und das mitten im Krieg, ey. So. Wunderbar. Das macht... Boah. Ach! Ach nee, ich dachte, das geht nach Zeit. Ah, kommen noch Gegner. Wir haben noch nicht nachgeladen, die Waffe. Achtung, sonst läuft die Zeit davon. Vorsicht, Vorsicht! Da kommt eine Menge. War's das? Das war's doch. Nee, da ist noch nicht alles platt. Wo ist die Nadel im Heuhaufen? Lad bloß nach, du. Hier. Es hat geklappt, die Zellen sind offen. Jetzt muss nur zum Silo. Ich glaube, ich hab da was. Warnung. Führen Sie bitte eine geordnete Evakuierung durch. Ja,
Oh, 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 oh. Führen Sie bitte eine geordnete Evakuierung durch. Ach, das kenne ich noch von Iloka. Ey! So. Na bitte, arbeite dich nach oben vor. Diese Dinger wurden schon ewig nicht benutzt. Wenn also was klemmt, schieß einfach auf die Halterung. Vorsichtig. Achtung. Achtung. Bitte gehen Sie ruhig und geordnet zum nächsten Ausgang. Verdammt, man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss Sektion für Sektion machen. Hoppa! Nein! Bitte gehen Sie ruhig und geordnet zum Fuck nächsten off. Ausgang. Ja, ich sag ja, das... Das kenne ich aber noch von einem meiner besten Freunde. Notfall. Aber wir haben den Nutz. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Multiple muss man. Systemfehler. Habe ich gleich. Da müssen wir hoch. Na, nicht so schnell, Mädel. Notfall. Ja, man kann hier nicht springen. Mist. Aha, das geht doch. So, nochmal das Ganze. Ach Mensch, halte ich doch einfach fest. Bitte gehen Sie ruhig und geordnet zum nächsten Ausgang. Muss ich Zeit lassen. Er zeigt es ja auch an. Ja, dann geht das. So machen wir das. Uppala. Führen Sie bitte eine geordnete Evakuierung. Keine schlechte Idee, Rogi. Schaffen wir. Wenn du fast ganz oben bist, kommst du zu einem Raum, in dem die Sekte ihre Bliss und Benzintanks lagert. Zeig's an. Oh Mann. Mensch, da haben wir uns gerade hier schon mal verranzt. So. Systemfehler. Ah! Oh, fuck, Alter. Da oben ist sie. Da oben müssen wir hin. Achtung. System abgeschaltet. Keine Gnade für Sünder. Gefahr. So. Wo müssen wir jetzt hin? Da rüber springen oder was? Gut. Ein bisschen Anschwung nehmen. Genau. Schieß auf die Benzin. Ja. Yeah. War da noch mehr? Nö. Kohlenmonoxid entdeckt. Jetzt werden wir gleich hier voll auf LSD, Alter. Oh, oh, oh. Hoppala, tiralala. Hallo. Machen wie vom Acker. Das wird bestimmt gleich geil, wenn wir es geschafft haben. Aber wir haben es geschafft, wunderbar. Die schotten auf hier. Aber. Oh, Alter. Komm, 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 komm. Hey, hey! Komm! Oh, fast ein Medi. Na okay, das ist zwischengespeichert. Schritt für Schritt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das sind übrigens Engelstrompeten. Die wuchsen auf meinem Hansa-Park. Haben wir aufgegessen, waren aber nicht keine echten. Da kann ich nur von abraten. Sehr gefährlich. So. Der Widerstand kommt dir helfen. Erstmal die Maggers hier platt machen.
So. Oh. Überbrückung muss aktiviert werden, um die Hauptluke zu öffnen. Boah. Krass. Uppala. Auf andere Seite. Jetzt. Oh. Wo müssen wir hin? Nach oben? Komm noch her, hier. Fahr hoch hier, das Brett hier. Das ist erste Hilfe. Wir müssen irgendwo nach oben kommen. Einen Moment, ich hab's gleich. Wo ist hier die... Oh, da kommen eine Menge Gegner. An den Kufen einhaken, ach so. Okay. Wo denn hier bitte? Da. Nein. Oh, übelst, Alter. Naja gut, das ist jetzt nur eine Sache, eine Frage der Zeit. Kletterhaken, wir haben Kletterhaken. Ich weiß bloß nicht mehr, wie man den benutzt. Aber welche Taste? Glauben heißt nicht wissen. So. Oh, übelst! Mensch, ist das schwer. Stress mag ich eigentlich nicht. Oh. Oh, ja, genau. Ach, ich mag's nicht, wenn das... Was soll das? Ja? Machen die da 5 Gegner hin, dann machst du die Platten, dann ist gut. Ab die Post nach oben. Ja, da kann man dauernd neue... Ubisoft, ich kenne das schon ewig. Ubisoft hat manchmal Passagen, die sind einfach zu schwer. Ja, da kommt man leider jetzt ein bisschen aus dem Flow raus, aber das ist wirklich so. Bei Assassin's Creed zum Beispiel. Assassin's Creed Teile, nicht alle natürlich, aber... Ja... So, jetzt nach oben. Na, der muss doch abfackeln, der Mensch. Nein, komm, bitte. Noch ein. Nein. Ach, hör auf, Mensch. Also, der hat er schneller geschafft. Ich wusste aber nicht, dass er bei Far Cry schon so weit ist. Er hat das beim Koop gezockt. Ich kannte das nachher in der Passage, wo das Silo hochgegangen ist. Ihr könnt das vorspulen, meine lieben Freunde. Ich muss es schaffen. Der Widerstand kommt dir helfen. Helikopter im Anflug. Wir treffen uns oben, Deputy. Öffne die Luke. Da sollten Schaltkästen sein. Erstmal alle Gegner wegmachen. Führen Sie bitte eine geordnete Evakuierung durch. Ich glaube, dann kommen erstmal keine mehr. Einer ist noch da, der macht uns keinen Ärger. Bitte gehen Sie ruhig und geordnet zum nächsten Ausgang. Ach, hör doch auf, Mensch. Mach ihn fertig jetzt hier. Ja, du mich...
Ach, seht euch das an. Ich krieg gleich eine Krise hier, Alter. Man hat keine Zeit. Ja. Ich bin nicht schlecht in Shooters. Wie gesagt, aber ihr seht's ja selber. Ja. Kann ich jetzt noch 10 Mal machen, oder was? Wir hatten jetzt nur einen Gegner und dann kommen immer wieder neue. So, jetzt voll durchmarschieren hier. Helikopter im Anflug. Wir treffen uns oben, Deputy. Öffne von allen Seiten. Ja, ich sehe hier gar nichts. Ja, super, denn gibt es ja auch noch eine Explosion und das Zeit reicht nicht zum Heilen. Komm. Ballern hier wieder bekloppen. Wie kommen wir jetzt da hoch? So geht das. Mach die Scheiße hier auf. Dafür wirst du bezahlen, hast du verstanden? Jetzt weiß ich, wie es geht. Ach, da muss man da unten noch längere Zeit warten. Mensch! Ich werde gleich sauer hier. Müssen wir einfach nur ranspringen. Braucht man keinen Greifhaken. Deputy, der Widerstand kommt dir helfen. Helikopter im Anflug. Wir treffen uns oben, Deputy. Öffne die Luke. Da sollten Schaltkästen sein. Führen Sie bitte eine geordnete Evakuierung. Oh, Alter. So, mach die Kram hier auf, so fertig. Müssen wir nur ein bisschen warten. Bis der Kram da oben auf ist. Ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt lassen wir uns Zeit. Vorsicht. Oh, eine Granate. Mach sie doch auf. Kannst du dich jetzt nicht heilen? Nee, da kann die Pflaume nicht. Na, wie lange sollte ich denn warten, bis er da oben auf ist, Alter? Oh, nee. Ich habe jetzt schon so lange gewartet. Es geht jetzt nur noch darum, wie lange wir warten müssen. Ich glaube, er wird uns das sagen, wenn es offen ist. Und dann einfach an die Leiter springen. Na, einfach, ja. Ja, das ist klar. Dann kommen wir jetzt ja bitte Überbrückung muss aktiviert werden, um die da oben an. Jetzt ist offen. Komm. Hey! Ja, wie soll ich die jetzt schießen? Ha, also ganz ehrlich. Oh, wir haben es geschafft. Boah, dafür gibt es eine fette Belohnung. Für die Geduld. Jawoll. Jawoll. Ist das etwa das Ende der Story? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, ey.
Poland Valley. Region befreit. Wunderbar. Herrlich. Jetzt gibt's erstmal ein Bier, wa? Ah, jetzt gibt's ein Bier, geil. Ich sag's doch. Was habe ich hier ja noch nie erlebt? Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Der Schwalle trinkt auch mit, ne? Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Hoffnung. Egal was passiert, wir stehen hinter dir. Hey. Geil. Das war höllisch gute Arbeit, Rookie. Ja. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen. Und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Geile Sache. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt. Ja. Von vielen gefürchtet. Mhm. Missverstanden von allen. Außer mir. John wurde nicht als Monster geboren. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll, gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Wow, wow, wow. Genial. Das war der letzte. Gut gemacht, Deputy. Oh, Einheiten verdient. Einen gehörigen Dämpfer verpasst. Seht ihr das? Du hast sie regelrecht kastriert. Jetzt werden sie vorsichtiger sein. Das sollte dem Widerstand das Leben leichter machen. Weiter so. Hammergeil. Jagd sie hoch, abgeschlossen. Oh, geile Sache. Ja, es war super schwer. Das machen sie aber auch mit Absicht so. Uplay. Ubisoft. Sagen wir mal Ubisoft, nicht Uplay. Ubisoft ist der Entwickler. Ja. Ich zock das Spiel ja schon über 35 Spielstunden. Und wir sind immer noch nicht fertig. Und da wird noch eine Menge kommen. Ich kann mich noch an die älteren Folgen erinnern. Da habe ich auch immer gesagt, ich hole aus dem Spiel eine Menge Spielzeit raus. Und wollen wir mal sehen, wie viel Spielzeit wir rausbekommen. Ich habe das jetzt ein halbes Jahr nicht mehr gezockt ungefähr, vielleicht sogar länger. Aber es lohnt sich definitiv. Und ihr seht in Ultra und sogar Kua... Hier spricht Kim Rai. Ich rufe Nick und den Deputy. Könntet ihr vielleicht mal bei mir vorbeikommen, falls ihr Zeit habt? Na, auf jeden Fall. Ist jetzt kein Notfall oder so. Also, noch nicht. Sonderzustellung, Story-Mission. Nee, die Story ist nicht vorbei. Das wäre schade gewesen. Aber die geht auch lange. Ja, man kann hier auch jagen und fischen und alles. Also, ich finde den Teil richtig geil. In meinen Augen einer der besten Far Cry-Teile. Die steigern sich immer noch. Aber wie gesagt, ihr habt ja gesehen, wenn ihr nicht... Manche schalten dann natürlich auch ab. Aber nicht abschalten, wie gesagt, sondern... einfach vorspulen. Ja, ich muss es ja schaffen, sonst komme ich in der Story nicht weiter. Es war sehr, sehr schwer. Aber das kennt man von Ubisoft. Aber wenn man es denn geschafft hat, dann ist die Freude umso größer. Hm? Ja, meine lieben Freunde. Normalerweise können wir hier einen Break machen, aber ich möchte noch ein bisschen weiter gucken. Schauen wir mal auf die Karte. So, die Region ist befreit. Casey's Fixman. Fixman. Ach so, wir haben... Ja, wir haben hier die ganzen... Die ist befreit, wenn die... Unten rechts seht ihr das, Widerstandspunkte. Die haben wir das befreit. Hallo? Hier, Grace, bei der...
Und ich zeige euch mal, falls ihr die Map noch nicht gesehen habt. Ach, wir haben die ganze Region jetzt befreit. Einen Spezialisten haben wir noch. 52 Aufträge gibt das hier. Wir haben erst 20. Befreite Sektenaußenposten noch 2. So. Ach, hier sind wir auch schon fertig. Aha. Hier gibt's 43. Ja, das ist ein Unterschied. Hier gibt's noch fast doppelt so viele Aufträge noch zu machen. Noch 2 Außenposten. Und Eigentum müssen wir auch noch platt machen. Also hier gibt's noch Sachen. Naja, und hier ist auch noch eine Menge zu tun. Obwohl, wir haben hier schon fast 10.000 Widerstandspunkte. Was ist das denn da? Aha. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in eine Basis. Wo ist denn überhaupt die Basis von uns? Ja, der meint, das gehört uns jetzt. Hier gibt es Autos, Waffen. Das ist interessant. Weil ich wollte ja mal stärkere Waffen haben. Vielleicht müssen wir unseren Charakter auch noch pushen. Ja, und hier kann man jetzt Regenbogenforelle fangen, ne? Obwohl, dann spiele ich lieber Fishing Planet oder so. So, ich muss ja mal so. Was haben wir denn hier? Hier ist ein neuer Auftrag. Und die sind manchmal gar nicht so schlecht. Also, und Aufträge gibt es noch eine Menge. Aber ich glaube, die Story. Nee, die Story haben wir auch noch eine neue Mission. Stierhoden hat 26 Gramm bestes Protein. Stierhoden, wa? Heben wir den Testosteronspiegel und geben wir den Leuten das Feuer, das sie brauchen. Bisher haben wir unsere Montana-Bratstücke auf fünferlei Weise serviert. Gebacken, frittiert, gekocht, gedämpft, getrocknet. Und dazu hatten wir sogar ein eigenes Dessert. Nüsse im Schlafrock. Aber das wird dieses Jahr nicht reichen. Wir brauchen was Neues, was Aufregendes. Wir werden ein Buffet kreieren, bei dem jedem Fernsehkoch der Arsch auf Grundeis geht. 3 neue Zubereitungsarten für die Fleischpflaumen. Als Hackfleisch, gebraten und blau. Die ersten beiden sind einfach. Ein Mulcher-Traktor und Feuer sollten reichen. Die dritte? Also, sagen wir es so, einen Stier zu unterbrechen, wenn er versteckt die Salami spielt, ist mit das Gefährlichste, was man tun kann. Aber deswegen schmeckt sie auch so lecker. Bring mir das Fleisch, wenn du fertig bist. Dann starten wir dieses Fest mit einem Knall. Geil. Ich kann dir so gar nicht genug danken, dass du dieses elenden Kultisten losgeworden bist. Mann, ist ja geil, wie er da am Schnippeln ist. Hammer. Ich hasse dieses Lied. So, das machen wir natürlich jetzt noch. Ich müsste eigentlich von der Zeit, ist es dunkel geworden. Ne, noch nicht. So viel Platz habe ich nicht mehr auf der Platte. Ich möchte nicht, dass das Let's Play abbricht. Dann kümmern wir uns in der nächsten Folge um Waffen und so. Aber hier muss es doch ein Auto. Oh, da startet ein Flugzeug. Wo ist es? Ach, er hier. Man kennt ihn. So, nee, wir wollen uns erstmal ein Auto holen. Ich glaube, da hinten war immer eins. Naja, gut, wir können uns. Ist das hier so? Ja, ne? So. Den haben wir uns schon gekauft. Wenn man den einmal gekauft hat, den hat man den immer. Bewaffnete Autos wären natürlich nicht schlecht, ne? Oh, der hat oben aber was drauf, du. 9.000? Na, wir haben wieder schon wieder 11.000. Mal ein neues Auto. Wir haben aber auch einen Truck. Na gut, die sind sehr günstig. Alter, hier gibt es aber eine Menge Autos. Na, da müssen wir noch Sachen freischalten. Ja, es war eine Club-Herausforderung, haben wir auch noch geschafft. Teufel. Ja, den. Wo ist der Truck? Den haben wir hier. Der ist auch an den Seiten, hat er vorne. Seht ihr das? Die MG. 2 Stück. Wird das Geld eher sparen. Obwohl, so ein Truck ist sehr unbeweglich, ne? Der hier ist bestimmt genau richtig. Dieses ehemalige Dienstfahrzeug von Gesetzeshütern hat ein völlig illegales, aber dafür umso cooleres Doppelraketen-Upgrade erhalten. Oh, da kannst du Ärger mitmachen. Und oben ist noch eine MG drauf. Das werden wir uns mal gönnen.
Was ist hier? Na, der ist bestimmt besser fürs Gelände hier. Prestige. So. Und hier werden wir jetzt mal fahren. Hier ist er. Da oben sind die Raketenbatterien. Ja, eine Tompe. Da müssen wir hin. Schauen wir uns mal den Weg. Mal gucken. Manchmal muss man das zweimal machen. Ich kenne das noch von der letzten Folge. Hinter uns. Jawohl. Und jetzt vorwärts. Ja, die Bildrate geht auch mal runter, aber wir haben jetzt konstant immer noch über 50 Bilder. Das reicht vollkommen aus. Wollen wir mal was für seinen Kochtopf besorgen? Ja, unten rechts sehe ich ja, wenn er das Let's Play abbrechen sollte, dann werde ich das Spiel natürlich pausieren, damit ihr nichts verpassen tut. Ich hätte heute mal Bock auf Assassin's Creed gleich noch. Auf Assassin's Creed Syndicate. Das ist ja im Uplay Plus alles mit drin, sogar die Gold Edition. Syndicate spielt ja in London. Oh, da ist er. Pass auf, jetzt geht's ab. Pass auf. Stierhoden. Das Schloss, um die Kühe zu befreien. Ah. Zerstöre das Schloss. Stierhoden. Ne, den müssen wir platt machen. Ne? Die greifen nicht an. Und mal sehen, ob das hier... Naja, muss aufpassen, ne? Na? Beschädigtes. Ach so, wir müssen Bogen haben. Zwingend. Oder ein Messer. Sonst ist es beschädigt. Das geht nicht. Wie kriegen wir denn jetzt einen Bogen? Einen Moment. Mit einem Baseballschläger? Ja. Den hätten wir ausrüsten müssen, glaube ich, dazu. Wir können es natürlich probieren. Mit einem Messer. Wurfmesser. So, wirfst du das mal aus hier? Na, Moment. Wird so nix. Das kann ein bisschen dauern. Wir bräuchten. Oh. Hey! Hey, Junge! Der ist gefährlich, du. Oh! Komm, 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 werf! Das reicht nicht. Nee, wir brauchen. Hau ab, Mann! So, meine lieben Freunde, das wird nichts mehr in dieser Folge. Oh, da gibt's
Der macht das Auto auch noch platt, du. Hohoho, grün der an. Jetzt haut er ab, da kommt der nächste. Ja gut, meine lieben Freunde, wir haben ja auch genug geschafft. Wir haben eine geile Story-Mission heute gezockt. Das können wir immer noch machen. Wir haben so viel zu tun noch in dem Spiel. Ja, würde ich sagen. Ein Moment. Ich muss jetzt erstmal wissen, wie wir... Ja, die Helferin, die hat einen Bogen. Das ist klar, aber ein Brandbogen. Das darf nicht beschädigt werden. Wir brauchen selber einen Bogen. So, wenn wir das machen wollen. Das ist aber kein Problem. Hier ist der Bogen schon. Ich weiß ja, den kriegen wir ja auch. Ach, Vorteile erhalten. Nein. Ich möchte jetzt erstmal wissen, wie wir in die Basis kommen. Wurfgeschosse. In die Basis. Ach, hatten wir... Ich glaube, wir hatten hier gar keine Basis. Das war bei Far Cry New Dawn. Bei New Dawn werden wir auch mal wieder reinschauen. Ja, wir müssen... Wir werden das jetzt mal probieren. Das Fell darf natürlich nicht beschädigt werden. Obwohl letztendlich verstehe ich das nicht, weil wir brauchen ja nur die Eier von dem Stier. So, da hinten ist aber noch eine Mission, die werden wir uns gleich abgreifen. Die Sekte hat bei der Lamb of God Kirche eine Scharfschützin von uns umzingelt. Grace wird so viele von denen mitnehmen, wie sie kann, aber sie braucht dringend Hilfe. So. Offizielle noch, es handle sich um die Nachrichten aus aller Welt bleiben niederschmetternd. Ein Angriff auf eine Polizeiwache endete mit 8 Toten und Dutzenden von Verletzten. Wunderbar. So, müssen wir mal sehen, wo das hier ist auf der Karte. Ich werde meinen Kindern davon erzählen. Das kannst du gerne machen. Gibt als Klopapier. Ach, die, ja, das schaltet man ja immer frei. Nur bei Far Cry New Dawn gab's. So. Jetzt kommt erstmal ein Bogen. Ah, hier gibt's die ganzen geilen Waffen. Da wollten wir ja auch noch ran. Hier, ne? Ja. Den haben wir auch schon die verbesserte Variante. Im Besitz, das ist klar. Austauschen. Gegen die... Na, da muss man das nehmen. Ja, gut. So. Visiere. Kann man vielleicht zwei da eine Schleuder. Gut. Jetzt haben wir 12 Schuss. 12 Schuss. Gut. Dann werden wir das mal noch probieren. Das Let's Play ist ja noch alles aktiv. Wenn wir uns mal hier hin spawnen. Schnellreise nicht verfügbar. Warum nicht? Flugzeug werden wir jetzt... Ja, man kann da hinfliegen und dann abspringen. Testen wir es einfach mal, ob das... Vielleicht brauchen wir auch nur eins davon. Hier ist ein Auto, aber das dauert zu lange. Hier. So, jetzt machen wir es mal auf die Schnelle. Höhe gehen.
Wir haben jetzt auch einen Gleitschirm. Also wir haben einen Schirm und auch einen Wingsuit, habe ich in der letzten Folge freigeschaltet. So. So. Und raus geht's. Ei! Oh, das war knapp. Alter. Das war aber richtig auf die letzte Nummer, Alter. Das wäre sonst ärgerlich gewesen. Moment, ich glaube, wir haben noch ein schönes Käffchen. Ja, oh, da haben wir noch ein bisschen was drin hier. Na, ich muss auch mal früher aufstehen. Ich träume immer sehr gerne. Und ja. natürlich gehören auch negative Träume dazu, aber das ist gut für die Seele. Und ja, sonst könnt ihr auch mal um 12 anfangen zu zocken mit euch. Zerstören. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was die hier machen. So. Das geht wohl besser, ne? So, was macht ihr jetzt mit... Pass auf! Ich nehme die Mucke, Alter! Geil! Jetzt... Jetzt wird's geil! Zum Schluss der Folge. Pass auf. Die Mucke dazu. Ich kenne das Lied. Ich habe das über Steam. Pass auf! Da! Pass auf. Street Shot. Das war aber bei Uplay, ne? Ne, auch bei Steam. Ich will dich ja nicht aufhalten. Ich will deine Kuh nicht haben, Mann. Ey. Erstmal hier hinter. So. Oh, nein! Nein, 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 nein! Verdammt! Ey! Das müsste so... So, da ist eine Leiter. Ich sage ja, manchmal sind die Folgen ganz zum Schluss, wird's am besten. Ja. Die Mucke, Alter, ich find's geil, ey. Boah, die Optik ist, die Grafik ist geil. Jetzt, wo es hell wird. Allein schon dafür könnte ich das Spiel, die Entwickler, küssen, Alter. Hammergeil. Einen Moment, meine lieben Freunde, ich mache mit euch noch eine Zigarette. Ein Stier, der sich paart. Ach so. Dann ist da am meisten Testosteron drin, ne? Darum ging das ja. So. Na gut, dann machen wir das jetzt. Wir brauchen bloß... Ich glaube, töten können wir mit dem, was wir wollen. Aber wir nehmen natürlich den Bogen. Ehrlich. Da. Der andere war's.
Jetzt. Der. Sag mal. Jawoll! Jetzt geht die Mucke aus. Pass auf. Da unten. Da müssen wir ran. Und jetzt pass auf. Erstmal ein Screenshot. Das Schöne, wenn man das Spiel bei Steam hat. So. Und jetzt haben wir es. Jawoll. Töte einen Bullen mit dem Mulcher-Traktor. Ach, wir sind noch gar nicht fertig. Geil. Und das ist ein Auftrag und wir haben noch so viele. Ich habe es euch ja vorhin schon gesagt, die können manchmal richtig geil werden. Wie ihr seht. So, jetzt gibt es aber nicht mehr mit dem Traktor. Mit dem Mulcher, Alter. Im Farming-Simulator. Ach so. Mit Feuer. Ja, okay, das. Das müsste gehen, ne? Moment. Was ist das hier? Rauchgranate. Molly. Haben wir kein Molly? Doch. Pass auf, haben wir gleich. Jawoll. Jetzt haben wir es geschafft. Jawoll, geil. Und jetzt zurück. Rede mit Casey. Boah, der hat eine Bombe abgeschmissen. So, aber weg jetzt hier. Ich glaube, wir können auch Schnellreise machen. Ach, hier ist noch ein neuer Auftrag. Geil, das passt ja wunderbar. Du warst draußen bei Larry Parker? Der Typ ist irre. Als ich das letzte Mal dort war, meinte er, er würde ein Kraftfeld bauen, um die Invasoren abzuwehren. So, ich würde sagen, wir gehen noch da oben hoch und holen uns den Rucksack. Endlich sind wir den Drecksack John los. Na, wie kommt man hier nicht rein, doch? Viel Glück, Deputy. Nee. Ist auch egal, wie gesagt. Wir können bestimmt. Das war doch hier unten. Nee, wo war das überhaupt? Da. Schnellreise. Ja, haben wir freigeschaltet. Das ist ja wunderbar. Zack. Ah, es ist jetzt genau 22 Uhr. Dann mache ich auch gleich Schicht im Schacht. Wegen der Nacht. Ruhe. Ah, hammergeil die Folge wieder mal. So. Rede mit Casey. Da hinten ist er. Ihr seht, hier verpixelt jetzt gar nichts mehr, wenn wir das Gras schnell laufen. Das ist eben, weil wir jetzt den VP09-Codec haben. Durch die höhere Auflösung. Habt ihr bessere Grafikqualität. Bei allen Spielen natürlich, die ich jetzt zocke mit euch, ne? Ist klar. So, das müsste. Ah, es ist abgespeichert. So, jetzt sind wir mal gespannt, was hier jetzt passiert. Ah, ist eine Nahkampfausbildung, wa? Ach, du meinst. Ist ein Russe oder was? Die diesjährige Eierfeier wird die beste aller Zeiten. Eierfeier. Ich kann es gar nicht erwarten, einen dieser leckeren Bälle zwischen die Zähne zu bekommen.
Wenn ich diese kleinen Spermaschnitzel hier gewürzt und geklopft habe, werden sie einfach überirdisch gut schmecken. In Zeiten wie diesen wird uns klar, was wirklich wichtig ist. Unsere Freunde, unsere Familie, unsere Gemeinschaft, unser Zuhause. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Held. Und jetzt lässt du dir diese Lendenleckereien schmecken, nicht wahr? Komm schon, schnapp dir was zu trinken und dann legen wir los. Oh yeah, Zeit für ein Fest. Yeah. Ein paar Drinks später. Trinke einen Schnaps. Oh Mist. Oh, er ist besoffen, Alter. Das ist schwer. Optional. Wollen wir sehen. Ich hatte schon mal so eine Mission mit einem Scharfschützengewehr und die habe ich nicht gemacht. Die werde ich auch nicht machen. Muss man ja auch nicht. Aber es geht jetzt weiter. Das ist geil. Hahaha. Pass auf. Dann noch ein Screenshot. Geile Optik. Sieht aus wie fotorealistisch. Jawoll. Eierfeier verfügbar. Ziegen? Hab ich noch nie gesehen. Was macht ihr da? Oh. Pass auf. Volltreffer. So, meine lieben Freunde, das ist auch eine gute Passage, um das Spiel abzuschließen. Ihr seht, wie geil das aussieht, wenn ihr einen guten Fernseher habt. Also ich kann euch den Philips 8303 wärmstens empfehlen, auch mit dem Ambilight, das werde ich gleich genießen. Günstigste Preis sind 55 Zoll, 820 Euro. Aber das lohnt sich, das kann ich euch sagen. Gut, meine lieben Freunde, einen Moment. Schau nochmal. Ja, wunderbar. Kein Checkpoint mehr. So. Ja. Jetzt nach dem Koch kriege ich auch richtig Hunger. Dann werden wir mal schön was essen. Dann noch ein paar kühle Blondinen genießen, die auf mich warten im Kühlschrank. Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Far Cry 5. Ich denke mal, das hat euch gefallen. Ja, mir natürlich auch. Hab weiterhin Bock auf das Spiel. War eine gute Idee, das wieder mal zu zocken. Ja, und Far Cry New Dawn kommt dann auch mal wieder dran. Alles klar, ich bedanke mich für 224 Abonnenten. Das ist ein neuer Mensch. Hab meinen Kanal gefunden und ihn abonniert. Das freut mich natürlich sehr. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und viel Spaß. Ja, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.